Am örtlichen Flughafen läuft mal wieder das ganz große Kino. Die Grünen haben schon wieder eine Flugpreiserhöhung durchgesetzt. Nein, Spaß. Die Flugbegleiterinnen Jenny und Paul wappnen sich für den nächsten Höhenantritt. Kapitän Forrest und sein Co-Pilot Willy plaudern mit den beiden Ladies und stellen fest, dass dank der Gewitterschauer heute Nacht kaum Passagiere an Bord sein werden. Wer fliegt schon gern durch ein Blitzgewitter, außer man ist Thor höchstpersönlich. Ach ja, und Willy schiebt sich noch schnell eine Medizin rein, weil er sich nicht so prickelnd fühlt. Wahrscheinlich nur ein bisschen Flugangst, aber nicht weiter sagen. Dann trifft das dynamische Duo Jenny und Paul auf die Bande, die sich heute Nacht in die Lüfte schwingen will. George, der Teenie, der lieber alleine als gestört ist, lümmelt sich als erster durch die Tür. Wahrscheinlich hat er mehr Flugmeilen gesammelt als die Flugbegleiter selbst. Dann kommt Beth mit ihrem Ehemann Dr. Kingston, der wegen seines Parkinson kaum was machen kann, außer da zu sitzen. Nächster auf der Liste, Sheila, die Army-Sanitäterin mit Flugangst. Daneben chillt Luise mit ihrer Katze, die vermutlich entspannter ist als alle anderen zusammen. NY und Susan, das keimphobische Paar, das ein Baby erwartet, putzen ihre Sitze, als wäre die Airline ein Flohmarkt. Forrest und Nika, zwei aufgeregte Ausländer, die Englisch ungefähr so gut sprechen wie ein Goldfisch, gestikulieren wild umher. Henry schnappt einen Hamsterkäfig an. Als Ralph versucht, ihm zu helfen, beißt der Hamster zu. Klar, der Käfig passt nicht, also wird Henry gezwungen, sein Haustier in den Frachtraum zu schicken. Und zu guter Letzt haben wir Geschäftsmann Preston, der niest wie ein undichter Wasserhahn. Wahrscheinlich hat er das gleiche Ding wie Willy. Na super, ein Flug voller verrückter Hamster und Husten. Kaum hebt das Flugzeug ab, muss Jenny unserem Feind Neil klar machen, dass er endlich das Handy weglegt. Aber nein, Neil ist stur wie ein Esel. Henry packt das Ding und zwingt ihn dazu. Zack, beide wären so wütend, dass sie fast anfangen, sich Kinder zu prügeln. Jenny, die wahre Heldin, schickt sie mit einer Drohung zurück auf ihre Plätze. Mit der Aussicht auf Handschellen. Dann fängt Henry an zu baggern, indem er von seinem ach so tollen Doktortitel labert und sich über die schlechten Manieren der Gesellschaft auslässt. Plötzlich sieht Henry nach. Der CDC hat in Los Angeles ein Wohngebäude abgeriegelt. Auf einmal geht's Ralph mies. Er verlangt nach Wasser und glotzt auf seine Daumenwunde. Jenny merkt, dass er komisch dasitzt und schwupps, kotzt er sich voll. Super Timing, Ralph. Er hat Schaum vom Mund und will sofort raus, während die Flugbegleiter panisch versuchen, die Lage in den Griff zu bekommen. Niemand bemerkt das stehlende Kätzchen, das sich am erbrochenen Festmahl vergeht. Mahlzeit. Jenny übergibt Ralph an Paula und macht sich vom Acker, um die Kotzparty von ihrer Uniform zu schrubben. Doch genau in dem Moment dreht Ralph völlig durch, rennt wie ein verrücktes Huhn den Gang herunter und rammt sie um. Er hämmert an die Cockpit-Tür und brüllt, dass der Pilot die fliegende Sardinenbüchse stoppen soll. Willy, der alte Regelbeißer, verriegelt die Tür, während Forrest am Boden durchfunkt. Houston, wir haben ein Problem. Ein großes, kotzendes Problem. Henry, der Möchtegern halt, versucht Ralph aufzuhalten, aber der Typ verprügelt ihn wie ein Sandsack. George kriegt auch sein Fett weg. Dann schnappen sich Preston, George, Paula und Sheila gemeinsam Ralph und fesseln ihn mit Plastikfesseln. Nichts geht über Teamarbeit. Sheila checkt, ob alle noch ihre Gliedmaßen haben, während Jenny innerlich hyperventiliert und sich einredet, sie habe total versagt. Gerade in dem Moment meldet Forrest sich durch das Bordmikro. Wir landen jetzt. Alle hinsetzen und anschnallen, sonst gute Nacht. Das Flugzeug schaukelt wie ein Karussell auf Steroiden und die Flugbegleiter zeigen den Leuten, wie man sich in Embryonalstellung zusammenrollt. Ralphs bewusstloser Körper rutscht wie ein nasser Sack durch die Kabine und knallt gegen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Jenny und Paul schleifen sich in einen Sitz und versuchen, ihn anzuschnallen. Paula fummelt noch mit dem Gurt, als Ralph aufwacht, die Augen rot wie ein Albtraum und ihr in die Nase beißt. Ralph dreht wieder durch, als wäre er auf einem Rockkonzert und die Passagiere müssten sich erneut zusammentun, um ihn wie einen wild gewordenen Stier ins Badezimmer zu sperren. Endlich landet der Vogel und Sheila greift nach dem Erste-Hilfe-Set, um Paula mit Medizin vor einem Schock zu bewahren. Sie bindet ihr einen Schal um den Kopf, aber Paula blutet immer noch wie in einem Horrorfilm und braucht dringend einen Arzt. Forrest, der langsam die Geduld verliert, hört, dass die Bodenleitstelle ihnen sagt, sie sollen warten, obwohl sie von der Notlage wissen. Er denkt sich, scheiß drauf, und steuert ein nicht zugewiesenes Gate an. Zum Glück hat Gepäckabfertiger Ed Adleraugen und öffnet das Gate gerade rechtzeitig. Während Forrest und Willy sich heldenhaft gegen die Badezimmertür stemmen, stürmen alle anderen wie aufgescheuchte Hühner aus dem Flugzeug. Nur Beth und Kingston brauchen etwas Unterstützung, um rauszukommen. Ed führt die Truppe zum anderen Ende des Gates, nur um festzustellen, dass die Tür abgeschlossen ist und niemand auf seine Funksprüche antwortet. Also bleibt nichts anderes übrig, als Ed durch einen Mitarbeitergang zu folgen, der in den Inszenierungsbereich des Flughafens führt. Sie schnappen sich die Treppe, aber als Ed die nächsten Türen erreicht, steht er wie vom Donner gerührt. Alle verschlossen. Das passiert sonst nie, außer wenn man in einem schlechten Actionfilm steckt. Er überprüft den Stromkasten und stellt fest, dass sie unter Quarantäne stehen und von den Sicherheitskameras überwacht werden. Kaum haben sie sich im Inszenierungsbereich des Flughafens versammelt, bricht ein Streit darüber aus, was jetzt zu tun ist. Jeder hat eine Meinung, aber keine eine Lösung. Hört sich ja fast an wie unsere Ampelregierung. Plötzlich heulen Sirenen auf und alle schauen aus dem Fenster. Draußen stehen Krankenwagen und Polizeiautos, doch bevor jemand Hilfe rufen kann, wird das Fenster von außen abgedreht. Eine Stimme aus dem Lautsprecher verkündet, sie sind unter Quarantäne. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Passagiere flippen aus und zücken ihre Handys, um ihre Familien anzurufen und das Drama zu erzählen. Danach tun sie sich zusammen, um ihre Wut auf Jenny abzuladen. Sie sehen in ihr die Repräsentantin der Fluggesellschaft und beschuldigen sie für die ganze Misere. Jenny steht da wie ein Reh im Scheinwerferlicht, keine Ahnung, was sie sagen soll. Zum Glück hat Sheila einen Geistesblitz und unterbricht das Geschrei. Sie erinnert daran, dass sie ein medizinisches Kit in ihrem Gepäck hat, das Paul
Paula noch ein paar Stunden helfen können. Alle atmen erleichtert auf und für einen Moment ist die Panik vergessen. Doch dann murmelt jemand, und was machen wir danach? Jenny nimmt Ed und eine Handvoll Passagiere mit auf die Suche nach Sheilas Gepäck. Natürlich, weil es nicht chaotisch genug ist, geht genau in dem Moment das Licht aus. Ed zückt seine Taschenlampe und spielt den tapferen Anführer, der die Truppe zurück zum Flugzeug bringt. Dort angekommen stellen sie fest, dass Willi und Forrest wie vom Erdboden verschluckt sind. Jenny öffnet vorsichtig die Badezimmertür und sieht überall Blut, als wäre dort ein Horrorfilm gedreht worden. Währenddessen beschließt Preston, seinen Laptop zu holen. Auf dem Weg stolpert er über Kingston, der alleine sitzt und verdächtig ruhig wirkt. Seine Frau ist nirgends zu sehen. Als die anderen sich fragen, was zur Hölle passiert ist, deutet Kingston stumm mit den Augen auf ein paar durchgekaute Plastikhandschellen auf dem Boden. Jenny wird kreidebleich und murmelt, also das wird definitiv eine Beschwerde an die Fluggesellschaft. Sheila versucht die Fassung zu bewahren und sagt, vielleicht sollten wir die Quarantäne als Gruppentherapie sehen. Plötzlich fragt jemand aus der Gruppe, hat jemand das Gefühl, in einem schlechten Horrorfilm zu sein, oder bin das nur ich? Während Ed den Teppich aufschlitzt wie ein wütender Dekorateur, um die Luke zum Fachraum freizulegen, nutzt Jenny die Gelegenheit, Sheilas medizinisches Kit zu benutzen. Niall denkt sich, warum nicht, und zieht eine Waffe aus seinem Koffer, als wäre er im Wilden Westen. Ed erschrickt, als ein Nagetier an seinem Fuß vorbeizischt und vertreibt es. Henry verdreht die Augen. Nee, Mann, das war mein Hamster. Hab den zerbrochenen Käfig gefunden. Super, ein weiterer verrückter Passagier. Jenny klettert aus dem Frachtraum und sieht Prestons Laptop, blutüberströmt am Ende des Korridors. Plötzlich stürmt ein infizierter Forrest hinter ihr her, wie ein Teilnehmer eines Zombie-Marathons. Die Männer eilen zur Rettung, aber Schläge zeigen keine Wirkung. Niall, der Cowboy, zückt seine Waffe und erledigt. Doch als etwas von Forrests Blut auf Niles Gesicht spritzt, wird klar, das Drama nimmt kein Ende. Die Gruppe rennt aus dem Flugzeug und entdeckt Kingston, der aus seinem Rollstuhl geworfen wurde, und Preston bewusstlos mit Bisswunden am Nacken. Jenny sieht Beth, die weint, um Hilfe ruft, doch zack, sie verwandelt sich und greift auch an. Jenny rennt wie der Blitz und die Männer verschließen die Tür, um Beth auszusperren. Mitten im Chaos murmelt jemand, das war echt nicht im Bordprogramm. Die Gruppe kehrt zu den anderen zurück und Sheila kümmert sich um Paul, während Susan das Blut von Niles Gesicht wischt. Dabei teilen sie einen Kuss, als wären sie in einem schlechten Liebesfilm. Henry und Ed verbarrikadieren die Tür mit Möbeln, um Beth draußen zu halten. Jenny entdeckt Blutflecken auf dem Boden und fragt sich, woher die kommen. Jenny bricht zusammen, übernimmt dann aber die Führung. Sheila erklärt, dass diese Krankheit unbekannt ist und Jenny erinnert sich an das Gebäude aus den Nachrichten, das ebenfalls unter Quarantäne steht. Kingston sieht eine Ratte mit extrem roten Augen, kann aber kaum summen, also hört ihn niemand. Die Ratte fällt ihm auf den Boden und beißt ihn, bevor George sie mit einem Schlag erledigt. Die Männer fangen die Ratte in einem Eimer und Sheila kümmert sich um Kingstons Wunde. Danach beschließt die Gruppe, George und Paula in einer Kiste einzuschließen, falls sie sich auch verwandeln sollten. Ed benutzt einen Handschuh, um die Ratte zu untersuchen, bemerkt ein Etikett am Bein. Sie ist aus einem Labor entkommen. George beschuldigt Henry, die Ratte mitgebracht zu haben und über die Hamster gelogen zu haben, weil er sicher ist, dass er lange Schwänze im Käfig gesehen hat. Lass es mal einfach so stehen. Mit einem sarkastischen Lächeln sagt Jenny, also wer hätte gedacht, dass wir nicht nur die Gepäckkontrollen umgehen, sondern auch Laborratten schmuggeln. Das macht diesen Trip definitiv unvergesslich. Henry murmelt, tja, das nächste Mal bringe ich vielleicht Dinosaurier mit. Oder doch lieber einen Zirkus? Henry streitet alles ab, aber Jenny zieht ihn beiseite und fordert die Wahrheit. Henry schwört, er habe nichts damit zu tun und betont, dass Laborratten nie durch die Sicherheitskontrolle gekommen wären. Sie umarmen sich, um sich zu beruhigen, als plötzlich Ralph auftaucht und Jenny Henrys Versuche, ihn zu stoppen, ignorieren. Die anderen hören das Geschrei und stürmen herbei, um Ralph mit vereinten Kräften und einem Gartenschlauch zu erwürgen. In diesem Moment funkt Ed. Das CDC ist endlich da. Die Gruppe versammelt sich an der Tür, doch anstatt sie hereinzulassen, stürmen 4 Offiziere herein, richten ihre Waffen auf die Gruppe und konfiszieren die Ratte und Niles Waffe. Dann gehen sie zu Paula und Kingston und geben ihnen Injektionen. Die Gruppe verlangt eine Erklärung, aber die Offiziere erwidern nur Protokoll. Die Offiziere wollen auch den Rest der Gruppe impfen. Alle zögern, bis Louise sich freiwillig meldet. Doch bevor sie injiziert werden kann, beißt ihre Katze sie in den Hals und rennt davon. Ein Offizier öffnet das Feuer, verfehlt aber jedes Mal. Vermutlich hat er seine Schießübung bei Star Wars als Stormtrooper gemacht. Kingston verwandelt sich und springt auf den Offizier, um ihn zu beißen. Die anderen Offiziere erschießen Kingston, versuchen, ihren Partner zu retten, nur um festzustellen, dass die Tür verschlossen ist. Sie schießen die Tür auf und rennen nach draußen. Die Gruppe nutzt die Gelegenheit, um ihnen zu folgen. Kaum sieht die Polizei die Gruppe, eröffnet sie das Feuer und tötet alle außer einen Agenten, der nur ins Bein getroffen wird. Die Gruppe zieht den überlebenden Agenten hinein und schließt die Tür. Das Gebrüll der Infizierten kommt näher. Sie rennen und verstecken sich in einem Container. Susan bleibt stehen, als sie bemerkt, dass Niall Schaum vor dem Mund hat. Die anderen müssen sie hineinziehen und erklären. Nachdem sie den Container verschlossen haben, merkt Sheila, dass jede Injektion eine andere Farbe hat, also war es nicht nur Standardprotokoll. Henry, der nun ebenfalls bewaffnet ist, zwingt den Offizier, endlich die Wahrheit zu gestehen. Der Offizier gibt zu, dass er nicht von CDC ist, sondern von einer Spezialeinheit zur Bekämpfung von chemischem, biologischem und inländischem Terrorismus unter Homeland Security. Einer ihrer Einheiten war vor ein paar Stunden in dem Apartmentgebäude in Los Angeles, aber niemand kam wieder heraus. Im Dachgeschoss fanden sie ein bioterroristisches Labor, das von einem Kult betrieben wurde. Sie versuchten, ein Heilmittel auf Basis eines Überlebenden zu entwickeln, aber es machte alles nur schlimmer. Diese Gruppe sollte der nächste menschliche Versuch sein. Der Offizier bestätigt, dass die Ratten die Krankheit tragen, nimmt die Waffe von Henry
und begeht Selbstmord. Toll, das war ja sehr hilfreich, murmelt jemand sarkastisch. Nika bricht zusammen, während Ed sich daran erinnert, dass dieses Terminal oft überflutet wird wegen eines alten Tunnels. Plötzlich erscheint Willi oben auf dem Container und packt Eds Hand. Henry versucht auf ihn zu schießen, aber die Munition ist alle. Ed schreit zu George, drückt den Knopf, der den Container hebt und Willi unsanft gegen einen Balken quetscht. Sorry Willi, das war kein VIP-Ticket, murmelt Ed sarkastisch. Die Gruppe verlässt den Container, doch Jenny bemerkt, dass Henry fehlt. Nika, die hinten läuft, wird plötzlich von etwas weggezogen und die Gruppe rennt panisch die Treppe hinauf, um heimlich zu entkommen. Henry schnappt sich eine Tasche mit einer weiteren Waffe, während Jenny stolpert und auf Paula trifft, die sich ebenfalls verwandelt hat. Jenny muss akzeptieren, dass ihre Freundin nicht mehr da ist und greift sich einen Schraubenschlüssel, um gegen die Kreatur zu kämpfen. Schließlich stößt sie Paula von der Plattform und tötet sie. Die Gruppe erreicht ein Büro und sucht nach den Bauplänen des Terminals. Sie finden einen Weg durch eine Wand zum Drainage-Tunnel. Inzwischen gesteht George, dass er Henrys Tasche gestohlen hat. Darin findet er verdächtige Dokumente über Laborexperimente und eine mysteriöse Box. Gerade als er das entdeckt, finden Susan und Niall sie und greifen an. Doch Henry kommt rechtzeitig zurück und erschießt beide, weil warum nicht? Es ist schließlich ein Actionfilm. Ed bemerkt, dass Henry gebissen wurde. George nutzt die Gelegenheit, um die Box zu öffnen und entdeckt eine Menge Medikamente und eine Spritze. Henry gesteht endlich, dass er die Ratten mitgebracht hat. Er erklärt, dass er Teil eines Kults ist, der vom Offizier erwähnt wurde. Ihr Ziel, den Planeten von Menschen zu befreien, weil die Menschen ja so friedlich und freundlich sind. Henry droht, Jenny zu töten. In einem mutigen, aber etwas törichten Versuch springt Ed auf Henry, um ihn zu stoppen und wird prompt erschossen. Die Gruppe, nun in Panik, gibt Henry das Gegenmittel. Henry mischt es mit dem Blut aus seiner Wunde, spritzt es sich ins Auge, wie man es halt so macht. Er erklärt, dass seine Gruppe Anhänger in verschiedenen Organisationen hat, weshalb er die Ratten durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln konnte. Tja Leute, Überraschung. Die TSA hat nicht auf Ratten mit Laborerfahrungen geprüft. Jenny, jetzt stinksauer und voller Adrenalin, starrt Henry an. Du bist echt der Spitzenreiter im Wettbewerb der größten Idioten. Während die anderen fassungslos dastehen, fügt Henry hinzu, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie weit unser Netz reicht. Es gibt kein Entkommen. Plötzlich bemerkt jemand, dass das Gebrüll der Infizierten näher kommt. Oh super, jetzt haben wir noch mehr Gesellschaft. Vielleicht sollten wir uns beeilen, bevor unser VIP-Gast hier noch ein Buffet eröffnet. Die Gruppe sieht sich verzweifelt um und überlegt, was als nächstes zu tun ist. Henry ist bereit zu gehen und nimmt George als Geisel. Jenny versucht, ihn aufzuhalten, doch Henry schlägt sie nieder und entkommt mit dem Kind und den Bauplänen. Jenny ist benommen, also geht Sheila zuerst hinaus. Minuten später folgt Jenny und wird von einem infizierten Preston entdeckt. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Preston kommt ihr gefährlich nahe. Jenny muss ihn treten und lockt ihn in eine Maschine, wo sie ihm mit einem Lukendeckel den Kopf einschlägt, bis er tot ist. Jenny sucht weiter nach George und muss einen anderen Weg nehmen, als sie die verwandelte Nika in der Nähe sieht. In einem anderen Raum stößt sie auf Sheila, die sich die Wärmebildbrille des Offiziers geschnappt hat. Sheila setzt Jenny die Brille auf und erklärt, dass sie gebissen wurde. Sie bittet Jenny, nach George zu suchen. Mit einem tapferen Lächeln geht Sheila zurück in den Hauptraum und spricht laut, um die Aufmerksamkeit der verbleibenden Infizierten auf sich zu ziehen. Sie werden sofort auf sie aufmerksam und stürzen sich auf sie. Während Sheila in einem mutigen Opfergang getötet wird, hat Jenny einen klaren Weg, um George zu finden. Ach, das wird ja ein richtig tolles Jahrbuchfoto, murmelt Jenny sarkastisch, während sie durch die Gänge schleicht. Mit der Wärmebildbrille navigiert sie durch das Chaos und verfolgt die Spur von Henry und George. Okay Jenny, du hast schon Zombies getötet, einen Verrückten in Schach gehalten und jetzt musst du nur noch einen Kultführer und deine Geisel finden. Kein Problem, oder? Als sie sich weiter vorbereitet, hört sie das gedämpfte Geräusch von Stimmen. Jenny weiß, dass sie sich Henry und George nähert. Bereit für alles, was kommt, zieht sie ihren Schraubenschlüssel und macht sich bereit, den ultimativen Showdown zu beginnen. Den Blutspuren folgend, findet Jenny die Baupläne und Henrys Hemd neben einer Leiter, die in den Drainage-Tunnel führt. Unten entdeckt sie George, der ihr sagt, dass das Gegenmittel nicht funktioniert hat und Henry jetzt auch zu den Untoten gehört. Sie ignoriert Georges Warnungen und klettert weiter hinunter. Kaum hat sie den Boden erreicht, bemerkt sie Blut auf ihrer Brille. Plötzlich taucht Henry auf, jetzt völlig durchgeknallt und untot, und greift sie an. Die Brille fliegt weg und Jenny wird herumgeworfen wie eine Puppe. Während des Gerangels setzt George die Brille auf und zielt. Hey Henry, fang das, ruft er und schießt. Henry geht zu Boden. Nun befreit, schnappt sich Jenny die Brille zurück, benutzt ihren treuen Schraubenschlüssel, um Henry mit einem gezielten Schlag auf den Kopf endgültig ins Jenseits zu befördern. In diesem Moment erscheinen riesige Flammen im Schacht. Die Teams draußen haben beschlossen, das Terminal niederzubrennen. Na toll, jetzt wird's richtig heiß hier drin, murmelt Jenny sarkastisch. Der geplante Ausgang ist blockiert, aber Jenny entdeckt einen Gepäcktunnel und tritt den Deckel ein. George hat panische Angst davor, hindurchzugehen, also gibt Jenny ihm die Brille und lässt ihn zuerst gehen, um ihm Sicherheit zu geben. Während draußen Explosionen zu hören sind, befehlen sie sich so schnell wie möglich durch den Tunnel. Doch bald wird Jenny müde und merkt, dass sie infiziert ist. George dreht sich um und sieht, wie sie sich übergibt. Jenny willigt ein, ihm zuliebe weiterzumachen, obwohl sie weiß, was kommt. Schließlich finden sie den Ausgang, der jedoch durch Gitterstäbe blockiert ist. George kann sich nicht einfach hindurchzwängen, aber als er sich umdreht, greift die nun verwandelte Jenny. Glücklicherweise ist sie zu groß, um durchzukommen, und George kann entkommen, indem er seine Jacke auszieht. Jenny, du hattest immer einen guten Griff, murmelt er traurig, während er sich losreißt. George schafft es endlich, dem Flughafen zu entkommen. Währenddessen macht sich Louises Katze auf den Weg in die Stadt, bereit, ihre eigene kleine Apokalypse zu starten. Tja, das war's dann wohl, sagt George zu sich selbst, als er in die Freiheit tritt. Zeit für den Urlaub, irgendwo ohne Zombies und verrückt.
versteckten Kultisten, vielleicht Disney World. Und so endet dieser chaotische Film. Hat euch dieses Format gefallen, wo ich mehr so wörtliche Rede benutze von den Charakteren? Oder mögt ihr das mehr, wenn ich einfach nur die Story erzähle? Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, liked gerne den Kanal, abonniert den Kanal, das würde uns sehr weiterhelfen. Und kommentiert blau in die Kommentare,